Die Tomaten können auch Augen sein und der Salat Haare. Weiter unten finden Sie eine Karotte. Das ist klasse. Fabelhaftes Essen und ein witziger Sidekick. Das ist unsere Show. Wie bitte? Ich werde Sie engagieren, aber nur, wenn Ihr Freund auch dabei ist. Was sagst du, Peter? Ich sage, ich bin dabei. Ups, Tut mir leid. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Oh mein Gott, das Metaiti ist ja furchtbar. Wir müssen irgendwie helfen. Nein, müssen wir nicht. Keine Sorge, ich bin sicher, Wycliffe Jean hat die Sache im Griff. Ich habe in solchen Situationen schon immer gesagt, dass ich helfen will, aber es nie getan. Aber diesmal werde ich's durchziehen. Ich mache eine Blutspendeaktion. Damit wirst du in die örtliche Geschichte eingehen, wie Paul Revere. Die Briten werden bald eintreffen. Wir stellen uns ihnen entgegen und bekämpfen sie bis zum Tode. Ja, ja! Obwohl, einer von uns sollte vielleicht die... Und Lois, immer noch sauer auf mich, weil Stewie auf dem Dach war? Ja, Peter, stinksauer. Das darf doch alles nicht wahr sein. Wenn Conway Twitty dich nicht aufheitern kann, was muss denn dann kommen? Ein Minotaurus, der in Reimen spricht? Ach, wie schön, Sie zu sehen. Ich freue mich so, Halli. Verschwinde auf der Stelle von hier! Hör zu, Lois, warum rauchen wir nicht einfach die Friedenspfeife? Wir bleiben heute Abend hier, machen Popcorn und gucken die Schnulze im zweiten an. Nein, vielen Dank. Die anderen waren. Ich meine, dass die Briten gleich kommen. Ich meine, nicht ich. Ich meine, ich will kämpfen. Ich meine, oh, so ein Mist, ich hab das Pferd. Ich meine, wenn irgendjemand anders das übernehmen will. Ich mach's. Niemand? Na schön, ich sorg dafür, dass sich alle an eure Namen erinnern. Es sind ein Haufen Leute zu deiner Blutspendeaktion gekommen. Ja, die Sache läuft wirklich reibungslos. Bis auf diese Mücke, die dauernd versucht, sich reinzusch... Dank, Peter. Und selbst wenn ich's wollte, der Fernseher geht nicht. Irgendwas stimmt mit der Schüssel nicht. Alles klar. Ich repariere die Schüssel. Wo ist mein Schraubenzieher? Ach, du heilige Scheiße. Ihr werdet nicht glauben, was ich hier gerade gefunden habe. Ein gelbes Stück Papier? Das ist ein Lotterielos. Aber nicht irgendein Lotterielos. Mit dem hier habe ich 1989 den Hauptgewinn gewonnen und habe total vergessen, es einzulösen. Es ist eine Gratisrunde Golf mit einem berühmten Promi. Wow, und... Schleichen. Hallo, ich bin die neue Schwester. Los, verschwinde! Dieses Blut ist nicht für dich! Oh, ein leerer Reifen mit etwas Wasser drin. Klasse, jetzt bin ich wieder glücklich. Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass Sie heute Blut spenden. Spenden? Ich dachte, wir werden dafür bezahlt. Peter, jeder hier hat jetzt gespendet, außer dir. Das stimmt nicht. Der Typ da hat auch nichts gespendet. Das bist auch du, Peter. Oh, also wenn ich Blut... Wer ist dieser Promi? Kleiner Hinweis. Berühmter Football-Player, hatte eine kleine Rolle in Roots und ein paar richtig tolle Szenen in Flammen des Inferno. Oh, Moment mal. Chuck Connors, der war Basketballspieler und hat in Roots mitgespielt. Aber nicht im flammenden Inferno, dummer Biber. Was denn? Ich hab doch gar nichts gesagt. Dad, wer ist es? O.J. Simpson. Wer ist das? O.J. Simpson in der Spooner Street. Nein, diese Geschichte kann ich mich so richtig ver... Blut spenden muss er das auch tun. Du, komm hier rein. Loser. Blödes Arschgesicht. Lois! Lois! Mami! Stewie, was ist los? Du solltest längst schlafen. Ich kann nicht einschlafen. Wo ist das Weib? Sie muss mir eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Sie ist noch bei der Blutspendeaktion. Vielleicht kann ich helfen. Soll ich dieses Buch vorlesen? Es heißt Apathischer George. George war ein... Beißen! Bleiben Sie dran! Peter, warum um alles in der Welt willst du mit O.J. Simpson eine Runde Golf spielen? Warum nicht, Lois? Er ist klasse. Einer der größten Footballspieler aller Zeiten. Er hat zwei Menschen umgebracht. Was? Er hat seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihren Freund Ron Goldman brutal ermordet. O.J. Simpson? Ja. War das in der Nacht? Neugieriger Affe gewesen. Aber nach einem Monat Gefangenschaft wartete er nur noch auf sein Futter. Die Zoowärter wollten, dass er sich paart, aber das interessiert ihn auch nicht mehr. 20 Jahre und Millionen Dollar von Zooeinnahmen später starb er. Okay, das reicht mir. Gut, ich weiß, was dir beim Einschlafen helfen wird. Warte. Das hoffe ich sehr, denn ich habe schon alles versucht. Schäfchen zählen, Schlafgedanken denken. Ich habe sogar den Sandmann bestellt. Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und gute Nacht! Nachrichten? Ja, Peter, es war in allen Nachrichten. Aber wenn er zwei Leute umgebracht hat, warum ist er dann nicht im Knast? Er wurde freigesprochen. Da haben wir es doch, alles ist in Ordnung. Man geht allgemein davon aus, dass die Geschworenen einen Fehler gemacht haben. Willst du sagen, dass all diese Typen in ihren gepuderten Perücken, ihren Pilgerhüten und ihren fetten, hässlichen Weibern sich geirrt haben? Mann, die müssen ja dümmer sein, als du es bist, wenn du dich wachfurzt. Hallo, wer ist da? Was ist los? Egal, was hier abläuft.
Ich gebe dir ein kleines Schlückchen davon, dann kannst du einschlafen. Was ist das? Hustensaft. Der ist eigentlich nicht für Kinder, aber so ein bisschen ist harmlos. Also das ist das Zeug, von dem Lil Wayne immer wieder fast stirbt? Ach, jetzt bin ich wirklich entspannt. Daran könnte ich mich gewöhnen. Genauso wie ich mich an europäische Windeln gewöhnt hatte. Lasst euch nicht stören. Ich schnapp mir nur einen Käse und ein Vino. Wenn mich jemand sucht, ich liege... Läuft. Hört sofort damit auf. Das heißt, ich, Peter Griffin, spiele morgen eine Gratisrunde Golf mit dem einzigartigen und fantastischen O.J. Simpson. Was? Peter, du kannst doch mit O.J. Simpson nicht Golf spielen, er ist ein Mörder. Du hörst dich schon so an wie Lois. Nein, nein, Joe, ich glaub dir nicht. Ach ja? Sag das nochmal, nachdem du zu Dust in the Wind nachdenklich durch die Stadt geschlendert bist. Am Pool neben meiner seltsamen, attraktiven Freundin mit den dunklen Zähnen. So, Lois, ich bin mein Blut losgeworden. Frag mal den Kerl hier. Das ist wahr, Lois. Ich habe ihn leer gesaugt. Und er hat auch eine Blutspende abgegeben. Peter, lass den Quatsch. Spende einfach Blut, hol dir deinen Keks und das war's. Mein Keks? Ja, Peter, wir verteilen Kekse an jeden, der spendet. Ich habe schon 2 Hochzeitstorten gefuttert, aber ein Keks geht immer. Also schön. Ich mach's. Ach, Peter, du tust eine gute Tat. Danke, Lois, aber versprich mir, dass du mich warnst, bevor sie mich mit der Nadel pieksen. Wir sind bereits fertig. Wow, das war gar nicht so schlimm. Siehst du, Peter, und jetzt darfst du einen Keks haben. Oh, ist ja klasse. Oh mein Gott, die sind ja köstlich. Hast du die gebacken, Lois? Ja, ich habe ein altes Rezept von meiner Oma gefunden. Da dachte ich, ich back mal eine Runde für die Blutspender. Na, da bin ich aber froh. Diese Kekse sind... Oh mein Gott, Joe, du hast recht. O.J. Simpson ist ein Mörder. Was mache ich jetzt nur? Ich muss morgen mit ihm Golf spielen. Warte mal, lass mich überlegen, Peter. Vielleicht wäre das eine Gelegenheit. Wir könnten ein Mikrofon bei dir verstecken. Du bringst O.J. dazu, zu gestehen, und wir nehmen es auf. Wow, stellt euch das mal vor. Peter Griffin, der Mann, der O.J. erledigt hat. Die Staatsanwältin hat's nicht geschafft, dieser dumme Biber. Hey, ich war gar nicht dabei. Ich habe während der... Fantastisch. Die schmecken besser als das Haar von Connie Britton. Gott, ist Ihr Haar köstlich. Wer sind Sie? Der Typ, der Ihren Leibwächter umgebracht hat. Diesen Herbst auf jedem Sender. Ihre Lieblings-Sitcom-Zitate, die mit dem Wort beginnen. Kannst du auch klopfen? Zeit einen Damm gebaut. Habt ihr gewusst, dass Biber ihr Ökosystem mehr beeinflussen als jedes andere Tier? Außer den Menschen. Der war vorhin in unserem Haus. Und denk immer dran, Peter, wir sitzen hier im Van, falls irgendwas schiefläuft. Du musst O.J. dazu bringen, über die Morde zu sprechen. Glaubt ihr, er wäre sauer, wenn ich ihn bitte, diesen Basketball zu signieren? Ja, das würde ihn beleidigen. Oh. Das ist wohl gerade passiert. Ich schätze, wir haben jetzt was miteinander? Ja. Nein. Peinlich. Fernsehen. Das Ding, das Sie mal geguckt haben. Oh, die sind echt unglaublich. Hey, weißt du was? Wenn wir die verkaufen, können wir einen Haufen Kohle machen. Vielleicht sollten wir einen Keksladen eröffnen. Meinst du das wirklich ernst? Ja, warum nicht? Ich meine, wenn George Foreman Elektrogrills bauen kann, können wir... Hallo Joe, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Peter. Hallo, sind Sie Peter Griffin? Das haben Sie messerscharf erkannt. Freut mich sehr. Gehen wir zum Abschlag rüber. Sehen Sie sich mal meine Golfschuhe an, die sind total abgenutzt. Meine Frau sollte sie polieren, aber natürlich hat sie es vergessen. Mann, manchmal hätte ich Lust, mit einem Messer mehrfach auf sie einzustechen. Weißt du? Ja, das auch. Ich habe gesehen, wie der Typ 1000 Mal auf die Fresse bekommen hat und jetzt baut er Hightech-Zeug. Wer hätte gedacht, dass der Typ noch rumlaufen kann, während Mohammed Ali nicht mehr sprechen kann? Aber unseren eigenen Laden zu besitzen wäre schön. Würdest du das mit mir machen? Aber sicher doch. Oh, Peter, das hört sich ehrlich gesagt irgendwie romantisch an. Ich wollte immer, dass wir beide zusammen an einem Projekt arbeiten. Oh, lass es uns tun. Ja, klasse. Und jetzt drehen wir den Fernseher richtig laut, damit uns die Kinder nicht beim... Frauen, ha? Und jüdische Kellner. Ha,
Ich hatte mal einen miesen jüdischen Kellner, dem habe ich kein Trinkgeld gegeben. Haben Sie mal einem jüdischen Kellner was angetan? Wie bitte, Peter? Ich habe mich auf meinen Abschlag konzentriert. Du machst das gut, Peter. Lass dich nicht von ihm einschüchtern. Jungs, Jungs! Im Clubhaus wird gerade eine Braut durchgezogen. Quagmire! Die klingt fett. Hey, wissen Sie, was ich manchmal gern mache? Ich gestehe gern Dinge, die ich Leuten angetan habe. Wissen Sie, das beruhigt das Gewissen und man fühlt Sex hören können. Sex! Sex! Da ist ja mein hübscher Geschäftspartner. Wir dürfen nicht zu spät zu unserem Banktermin kommen. Ich finde es total cool, dass ihr ein Geschäft gründet. Ich habe ja schon sehr viel Geschäftserfahrung. Ich meine, ich habe damals die ganzen Werbespots für North Dakota produziert. Hi, mögen Sie South Dakota, aber wollen... Fühlt sich danach viel besser. Gibt's was, das Sie gestehen möchten? Nein, eigentlich nicht. Peter, wir hören ihn nicht sehr gut. Kannst du näher rangehen? Sind Sie sicher, OJ? Sind Sie ganz sicher, dass Sie die Morde an Nicole Brown Simpson und Ron Goldman nicht gestehen wollen? Was? Was zum Teufel ist das? Sie tragen ein Mikrofon! Ich bin sowas von ermordet. Das verletzt mich. Wie konnten Sie mich nur so hintergehen? Oh Gott, oh... Den Mount Rushmore nicht sehen? Kommen Sie nach North Dakota! Es liegt nur eine lange Fahrt von Ihrem Wohnort entfernt. Und das Tollste ist, die meisten coolen Nummernschilder sind noch nicht vergeben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eins mit cooler Typ oder Yay, Juden! Oder Buh, Juden, abhängig von Ihrer Haltung gegenüber Juden. North Dakota! Wir sind nicht mal das beste Dakota! Stewie, was machst du da? Hä? Oh, Brian! Oh, da bist du ja. Ich hab am ganzen Tisch nach dir gesucht. Jay, bitte bringen Sie mich nicht um. Augenblick mal. Geht es um die Geschichte, die 1994 war? Ja. Ach, verflixt, das verfolgt mich schon seit 13 Jahren. Dabei hatte ich mich so auf einen schönen Tag auf dem Golfplatz gefreut. Weit weg von all den Leuten, die schreckliche Sachen über mich erzählen und mich als blutrünstiges Monster hinstellen. Immerhin wurde ich von fast lauter schwarzen Geschworenen freigesprochen. Und was ist mit dem Zivilprozess? Glauben Sie mir, Peter. Der Prozess war kein bisschen zivil. Den Burschen habe ich in der Gegend noch nie gesehen. Vielleicht hat er was mit der Sache zu tun. Hey, Junge, weißt du etwas über ein Dreirad, das gerade im Park geklaut wurde? Nein, Sir. Ich sitze schon seit 3 Stunden hier und verkaufe Limonade. Wollen Sie ein eisgekühltes Glas? Sehr gern. Du kannst nicht schon 3 Stunden hier sein. Nicht heute, am heißesten Tag des Jahres. Sonst wären deine Eiswürfel längst geschmolzen. Oh. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann vor Gericht... Peter, wir können ihn nicht verhaften. Oh, ich glaub's nicht. Genau deswegen, Brian, die letzten 2 Wochen habe ich immer wieder gesagt, ich brauche mal einen kurzen Augenblick, um mit dir was zu besprechen. Und genau um das hier ging es. Was für eine Blamasche. Wie bitte? Das ist eine Blamasche. Eine riesige Blamasche. Wieso sprichst du das so aus? Was denn? Ich will nur sagen, dass das eine Blamasche ist. Darauf werde ich mich heute nicht einlassen. Nur um's klarzustellen, wirklich? Willst du mir nur auf den Sack gehen oder sprichst du das wirklich so aus? Was meinst du? Die werden eher dich verhaften. Hey, hier ist das Dreirad. Du hattest recht, Peter, der Junge ist ein Dieb. Wir haben's geschafft. Wow, wir sind echt gut. Ehrlich, wir sind ein tolles Team, Jungs, wie Huey Lewis und die Juden. Das war's, die Band wird aufgelöst. Hier, bitte, Stewie. Du musst nicht am Sitz riechen, der riecht nach absolut gar nichts. Ach ja, mein Dreirad. Die Phase habe ich überwunden. Jetzt stehe ich voll auf Holzperlen, die man an Dreht. Du, ich meine diese riesen Blamage. Es heißt aber Blamage. Was, Blamage? Wie heißt das Gebäude, in dem du dein Auto parkst? Garage. Und was ist das heute hier? Eine Blamage natürlich, eine Riesenblamage. Sag Blamage. 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 Voll Arsch. Och, sei doch nicht so vulgär. Das ist ein tolles Kostüm, Joe. Bist du Chief Ironside? Nein, ich bin der Olympiaschwimmer Mark Spitz. Nachdem er ins flache Ende vom Becken gesprungen ist? Nein, der normale Mark Spitz. Warte, bist du Stephen Hawking am Strand? Langschiebt. Wow. Oh, yeah. Mann, wenn man das Dreirad von einem Kind findet, fühlt man sich, als könnte man alles schaffen. Ich wünschte, wir könnten unsere Jobs kündigen und den ganzen Tag Kinderverbrechen aufklären. Ich hab gehört, ihr könnt gut Fälle lösen. Ihr kriegt 50 Cent, wenn ihr meine Glücksbaseballkarte findet. Leute, wir sind im Geschäft. Ja! Warte, ich hab nicht gesehen, dass du einen Ohrring hast. Wir können nichts für dich tun. Geh nach Hause und sag deiner Mom, sie soll eine...
Nein, ich bin Mark Spitz. Er hat 7-mal Gold gewonnen. Jetzt hab ich's. Du bist der verkrüppelte Magnum. Ich? Schön, ich bin der verkrüppelte Magnum. Ach, da ist das Mädchen aus meinem Yogakurs, das ich dir vorstellen wollte. Vielen Dank für die Hilfe, aber ich stehe nicht drauf, verkuppelt zu werden. Ach, komm schon, du musst dich wieder auf die Pirsch begeben. Jane, das ist Brian. Oh, Brian, Lois hat mir schon so viel von dir erzählt und du siehst noch besser aus als... Mutter sein und keine Freundin. So, Freunde, das ist das Hauptquartier unserer neuen Detektivagentur. Diese Milchkiste wird mein Stuhl, diese umgedrehte Regentonne wird mein Schreibtisch und diese DNA-Beweiszentrifuge mit Fingerabdruckscanner wird mein Kleiderständer. Blöde Schrottkiste. Dann braucht unsere Detektivagentur nur noch einen Namen. Naja, wir sind Detektive, die Kinderverbrechen aufklären. Da gibt's nur einen Namen, der sinnvoll wäre. Sie gesagt hat. Hey, danke. Tja, ein tolles Kostüm. Wen stellst du da? Eines von Freddy Kruegers Opfern? Ich bin ein Opfer der liberalen Agenda. Ein ermordeter Fötus. Wusstest du, dass die Demokraten jährlich Tausende von Babys ermorden? Manchmal schieben sie sie in die Gebärmutter zurück, um sie nochmal abzutreiben. Hattest du schon jemals freiwillig Sex? Nein, noch nie. Einen schönen Abend noch. Komm, Kumpel, gehen wir. Und das hast du noch sehr höflich ausgedrückt. Kinderschnüffler? Kinderschnüffler. Aber man muss wissen, dass wir unseren Job geil drauf haben. Gut, geile Kinderschnüffler. Das klingt aber so, als ob wir Kinder wären. Man muss schon verstehen, dass wir Erwachsene sind. Geile alte Kinderschnüffler. Also ich finde, dieser Name klingt zu weiß. Also dieser Automat hat deine 10 Cent geschluckt und dir keinen Kaugummi gegeben. Ganz genau. Alles klar, das haben wir gleich. Spuck die 10 Cent aus! Komm schon, her damit. Ich will dir nicht noch mehr wehtun. Hör auf, so deprimiert zu gucken, Brian. Eines Tages findest du bestimmt ein Mädchen, das genauso auf Abtreibung steht wie du. Darum geht's doch gar nicht. Ich hab's nur satt, dass jedes Mädchen, das ich kennenlerne, verrückt ist. Ach, das wird sich schon alles regeln. Und jetzt lass uns unsere Probleme vergessen und in die Welt der Bücher eintauchen. Oh, Horton hört häusliche Gewalt in der Nachbarwohnung und ruft nicht die Polizei an. Glaubst du, es ist leicht, den ganzen Tag zu schuften? Nein, ich... Glaubst du, mir macht das Spaß? Ich weiß nicht, vielleicht, aber ich glaube, es macht dir Spaß. Nein, klar. Moment mal, der nimmt $0,25 und keine 10-Cent-Stücke. Oh, Kacke, das war eine Falle. Ich brauche eine List, um zu entkommen. Sie wurden auch eingelegt, hä? Ja. Ihnen ist schon klar, dass der Junge gerade Ihre und meine Frau vögelt. Also, was liegt heute an, Jungs? Wir haben es mit einer kleinen Verbrechenswelle zu tun. Heute Morgen sind... Ja, ich bin gern außer Haus, weil ich die nicht sehen will. Du bist... Ja. Genau, glaubst du, ich wollte das tun? Glaubst du, ich will dir wehtun? Ich will dir nicht wehtun, du zwingst mich dazu. Ich bin sicher, beide Seiten haben recht. Ups. Das tut mir leid. Dieses Buch wollen Sie nicht, darin geht's nur um Atheismus. Oh, ich weiß, ich bin Atheistin. Wirklich? Das bin ich auch? Sie können's gern haben, ich will Ihnen nicht das letzte Exemplar wegnehmen. Tja, ich wüsste deine Lösung. Wenn's ein Gott... Gleich mehrere Diebstähle angezeigt worden. Ein paar Murmeln, ein Wollknäuel, 2 Softballschläger. Eines Tages wird Regen fallen und diesen ganzen Abschaum von der Straße spülen. Ich habe eine heiße Spur bezüglich der Diebstähle. Bei einem der Kinder war eine Überwachungskamera im Zimmer. Komm schon, treiben wir es in dem kleinen Bett von deinem Sohn. Schnell, er kommt um 3 nach Haus. Okay, es passiert danach. Ja, spul mal vor. Weiter. Schick uns noch ein Exemplar. Tja, jetzt wissen wir Bescheid. Ich sag Ihnen was. Ich nehme es mit und schicke es Ihnen, wenn ich es gelesen habe. Schwören Sie es bei Gott? Hören Sie damit auf. Tja, das war nur Blödsinn. Also, hier haben Sie meine Adresse. Danke. Man sieht sich. Nehmen wir noch keine Post für mich? Brian, du gehst seit einer Woche täglich die Post durch. Hat diese Frau das überlebt? Ja, es geht ihr gut. Wir gehen nachher brunchen. Gott, in dem Bett sieht mein Ding echt groß aus. Glaubt ihr, andere Typen gucken sich auch Videos vom nackten Hintern ihres Freundes an? Es ist schon so lang her. Ich weiß nicht, was andere Freunde tun. Vorspulen. Da haben wir ihn. Unseren Dieb. Oh. Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Suchst du was Bestimmtes? Ich erwarte ein sehr wichtiges Päckchen. Noch ein Päckchen? Du hast nicht mal das aufgemacht, was vor einer Woche gekommen ist. Idiot, warum hast du mir nicht gesagt, dass es da ist? Weil ich es als Hutbeschwerer verwendet habe. Als was? Als Hutbeschwerer. Mein Hut ist immer weggeflogen, also habe ich zur Sicherheit das Päckchen draufgelegt. So was Dummes habe ich noch nie gehört. Du trägst keinen Hut und hier drin weht kein Wind. Sie, Sir, schulden mir ein...
Oh mein Gott, Chris hat die Sachen geklaut. Quatsch, das würde er nie tun. Peter, Chris ist auf dem Video. Wir müssen sein Zimmer durchsuchen. Bitte, mach das. Aber das ist eine größere Zeitverschwendung als mein Versuch für einen Jet Li-Film, einen harten Männerdialog zu schreiben. Das ist die letzte Warnung. Gebt mir meine Frau zurück. Einen neuen Hut. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir das Buch geschickt haben. Ehrlich gesagt war ich so knapp davor zu beten, dass ich Sie wiedersehe. Zum Glück haben Sie es nicht getan, denn wer würde es schon hören? Genau. Hätten Sie vielleicht Lust auf unseren himmlischen Käsekuchen? Nein, aber ich nehme ihr, es gibt kein Leben nach dem Tod, Soufflé. Jetzt haben wir den Kellner mit reingezogen. Ich liebe es, wenn ich mitreden darf. Ich bringe ihn den nach. Was? Wie war das? Gebt mir meine Frau zurück oder ihr bekommt viel Ärger. Ich trete euch alle in den Po. Verstanden? Du ruinierst den harten Eindruck, den du gerade beim Kampf gemacht hast. Ich weiß, aber die Leute wollen, dass ich rede. Aaron Hernandez wurde wegen Mordes verurteilt. Das ist nicht cool. Seht ihr, hier ist gar nichts. Nur eine seltsame... Tisch. Ach, wissen Sie, Caroline, ich bin selten so auf einer Wellenlänge mit jemandem wie mit Ihnen. Ich genieße Ihre Gesellschaft sehr. Oh, das geht mir auch so, Brian. Eine lebensgroße Puppe, die aus den gestohlenen Sachen gebastelt wurde. Nein, tut Heather nicht weh! Tut meiner Freundin nicht weh! Was zum Teufel? Chris hat eine Sexpuppe gebaut. Chris hat einen Einbauschrank. Zwei von meinen Kindern müssen im Auto schlafen. Chris ist immer noch in seinem Zimmer mit seiner ekligen Sexpuppe. Er hält sie tatsächlich für seine Freundin. Ich weiß, das ist seltsam. Noch seltsamer als dieses geheime Level in Donkey Kong. Das war ein wirklich wunderschöner Abend. Gibt es irgendeinen Grund, warum er aufhören muss? Tu es nicht, Brian. Was soll der Scheiß? Entschuldige mich bitte kurz. Hast du dich den ganzen Abend auf der Rückbank versteckt? Ja, und ich rette dich vor dir selbst, Brian. Du wärst beinahe da reingegangen und hättest versucht, mit ihr zu schlafen. Was ist dagegen einzuwenden? Deswegen kannst du keine Beziehung aufrechterhalten. Du willst immer gleich zu viel und dann vermasselst du's. Denk doch mal nach. Gott, ja, vielleicht hast du recht. Es ist wahr, ich bin immer von Anfang an gleich auf Sex aus. Vielleicht ruiniere ich damit alles. Weißt du,